Ja, bevor wir auf den Suizid bei Amery im Besonderen zu sprechen kommen, bitte ich Sie, diesen Menschen, Jean Amery, uns ein bisschen zu beschreiben. Wie müssen wir uns den Menschen vorstellen? Ja, vielleicht einige Eckdaten zu seinem Leben. Jean Amery war sein Nom de Plume. Er hieß Hans Meyer mit bürgerlichem Namen. 1912 wird er in Wien geboren. 1938 muss er auswandern aus Österreich und es verschlägt ihn nach Belgien, zunächst nach Brüssel, dann nach Antwerpen. 1940, zur Zeit der belgischen Besetzung von den Nazis, wird er in das Auffanglager Saint-Cyprien als feindlicher Ausländer verschleppt und es gelingt ihm die Flucht. Er flieht also nach Belgien zurück, wo er sich einer österreichischen Widerstandsgruppe in Belgien, in Brüssel anschließt. Und so wird er Juli 1944, als Mitglied dieser Widerstandsgruppe ein zweites Mal verhaftet. Er wird gefoltert in dem belgischen Auffanglager, Konzentrationslager, Brendonk, und als Jude nach Auschwitz verfrachtet. Dort bleibt er bis Januar 1945. Er überlebt und geht nach Brüssel zurück, wo er hofft, seine Frau wiederzufinden, die aber in der Zwischenzeit verstorben ist. Wichtig ist zu wissen, dass Amery ein Autodidakt ist, dass er mit zwölf Jahren schon, also als Kind, die Schule verlassen hat, dass er sehr früh anfängt zu schreiben und sich und seine Berufung als Romancier sieht. Er schreibt seinen ersten Roman in den Jahren 33, 34, Die Schiffbrüchigen, der aber bis 2008, also zur Zeit meiner Biografie, gewissermaßen unentdeckt blieb und 2008 zum ersten Mal veröffentlicht wird. Literarisch, auf die literarische Bühne bricht er durch in Deutschland mit seinem ersten Essayband 1965-66, Jenseits von Schuld und Sühne. Es folgt 1968 Über das Altern und 1971 Über unmeisterliche Wanderjahre. Diese drei Bücher stellt er vor als eine autobiografische Trilogie. Dann ein erster Roman oder ein Roman-Essay 1974, Le Feu, und 1976 dann Hand an sich legen, das Buch, das uns heute beschäftigen soll. 1978 nimmt er sich das Leben, kehrt eigens nach Salzburg zurück für diesen Akt und macht seinem Leben ein Ende. Sie als Amery-Biografin, die eben sein gesamtes Leben im Blick hat, das Thema Suizid, Sie haben ja jetzt aufgezählt, eben was von ihm literarisch kam und in welchen Jahren, und das Thema Suizid oder das Buch, das sich damit beschäftigt von Amery, Diskurs über den Freitod, das erschien eben gegen Ende seines Lebens, seines selbstgesetzten Endes. Wie verorten Sie das Thema im Laufe seiner Lebensgeschichte? Also war der Suizid ständiger Begleiter oder eher eine Alterserscheinung? Nein, Sie haben völlig recht. Das Thema Selbstmord, wie es in den früheren Jahren hieß, ist ein Urthema von Amery. Es kommt schon in diesem ersten Roman vor, als die einzig würdige Art zu sterben. Dann gibt es noch weitere Schriften in den Anfang der 30er Jahre. Und wie gesagt, es ist sehr präsent in diesem ersten Roman und wird immer wieder aufgegriffen
als ein, der Tod ist ein ständiger Begleiter und ein noch ständigerer Begleiter, wenn man so sagen kann, natürlich nach der Rückkehr aus Auschwitz. Nun fragt man sich ja oft im Falle von Suiziden, nicht nur dann, aber da besonders nach dem wirklichen Warum. Wenn jemand sich das Leben nimmt, da fragt man sich eben, wo lagen die Gründe? Und Amerie ist einer der wenigen, die genau darüber schrieben, warum. Also wie es ist, seiner Erfahrung nach Suizid begehen zu wollen, in der Lage zu sein, sein Leben nicht mehr weiterleben zu wollen. Können Sie uns beschreiben, wie er das anfängt, wie er das in Diskurs über den Freitod darlegt? Im Gegensatz zu anderen Schriften, die das Thema vielleicht wissenschaftlich angehen oder historisch oder medizinisch, geht es Amery nur um das Innere des Suizidanten, desjenigen, der sich mit dem Projekt des Freitods trägt. Er fragt sich, wie fühlt sich ein Mensch, der mit dem Freitod spielt. Dabei haben ihn verschiedene Autoren stark beeinflusst, vor allem der französische Autor Wladimir Jankelevich, der mit seinem Buch La Mort, Tiefe, La Mort, also der Tod, tiefe Spuren hinterlassen hat. Aber Jean-Paul Sartre spielt auch eine wesentliche Rolle. Das Wesentliche dieser Arbeit ist aber persönlich, ganz individuell bestimmt. Es geht ihm also nicht um den Freitod an sich, sondern um die Condition suicidaire, wie er sagt, um die Erhellung der Condition suicidaire. Und er kommt zu dem Schluss, dass die Befindlichkeit des Suizidanten sowohl paradox als auch absurd ist. Und diesen unauflöslichen Widersprüchen nachzugehen, darum geht es in seiner Schrift. Das Buch fängt an mit der Situation, wie er es nennt, vor dem Absprung und hört auf mit dem Kapitel Der Weg ins Freie. Interessant ist, dass er für das letzte Kapitel einen literarischen Titel wählt, also diesen Titel aus Schnitzlers Roman Der Weg ins Freie wählt. Das heißt also, dass die Ästhetik bei ihm auch in dieser Situation eine große Rolle spielt. Er versucht, die geschlossene Welt des Selbstmörders zu erhellen. Und es geht ihm vor allem darum zu zeigen, dass der Suizidant kein kranker Mensch ist, dass es sich nicht um eine Pathologie handelt, von der Suizidant geheilt werden muss. Man kann aber nicht sagen, dass es um eine Apologie des Suizids oder gar um ein Plädoyer des Freitods geht. Es geht ihm darum, Gerechtigkeit für den Suizidanten zu erlangen. Es geht ihm darum zu zeigen, dass der Freitod die letzte Bekräftigung der humanen Freiheit ist. Er feiert den Freitod als Akt suprem, als radikalsten Akt der Selbstbestimmung. Indem eben der Mensch sich selbst qua dieser Handlung, sein Leben zu nehmen, eben sich der Absurdität des Lebens entzieht. Das ist ja gerade quasi der genau gegenteilige Schluss wie der Camus aus derselben Feststellung macht, nämlich das Leben ist absurd, wir fühlen die Absurdität, die fällt uns in einem unerwarteten Moment an und ja, Amery, der geht eben anders mit diesem Paradox, mit dieser Absurdität um. Und wenn man in das Buch blickt, da ist auch der Stil bemerkenswert, weil Amery, der schreibt oft oder fängt oft Sätze an mit, da ist einer der. Und man wird in eine Situation geworfen und er beschreibt dann eine ganz alltägliche Situation. Ein Beispiel ist eine Person, die auf dem Nachhauseweg ist und ihn überfällt eine Einsamkeit und dann kommt er aber zu Hause an und trifft seinen Alltag an, trifft seine Familie an und so weiter. Und der
ja, der Gedanke an den Suizid, Schluss zu machen mit seiner Einsamkeit, der ist dahin. Und dann schreibt Camus, und da ist ein anderer. Und er schildert die gleiche Situation, aber dieser andere trifft nicht zu Hause jemanden an und er nimmt sich das Leben. Und ich würde gerne zu sprechen kommen auf diese Einsamkeit und den Zusammenhang mit Suizid. Er schreibt nämlich auch in diesem Freitodbuch, also in dem Hand an sich legen, ich zitiere ihn mal, ich bin allein auch ohne socially isolated zu sein. Die Einsamkeit ist jedenfalls nicht grundsätzlich und überall Verlassenheit. Man kann tief einsam sein inmitten andrängender Menge und so weiter. Was bedeutet Einsamkeit bei Amory? In welcher Hinsicht fühlte er sich auch unter ganz vielen anderen einsam und inwiefern ist das ein möglicher Beweggrund zum Suizid? Ich glaube, das Urmoment für dieses Verlassensein reflektiert er in seinem Aufsatz Die Tortur, wo er von den, er berichtet also von dieser physischen Qual, die den Menschen zu einem Körper, zu einem reinen Körper, zu Fleisch reduziert und reflektiert dabei auch das Moment, dass der Mensch zutiefst einsam ist, weil in ihm keine Hilfe erwartet. Und im Nachhinein, also 20 Jahre danach, sagt er, es geht ihm um dieses Verlassensein, um dieses entsetzliche Verlassensein und um die Rehabilitation aus diesem Verlassensein. Und ich glaube, dieses Verlassensein hat ihn nie wieder verlassen. Hat ihn in der Tat so stark geprägt, dass es aus diesem Verlassensein nur einen Ausweg gibt, nämlich sich selber aus dem Leben herauszuziehen, wenn er das Leben für unerträglich hält. Er beschreibt den Freitod als die großartigste und die sinnloseste Utopie. Großartig, weil der Mensch in diesem Rausch der Selbstbestimmung diesen Akt ausführt. Sinnlos aber, weil es ja eine Freiheit zu nichts ist. Es ist zwar eine Freiheit von etwas, aber es ist keine Freiheit zu etwas. Denn sie führt in ein Nichts. Und trotzdem würde er sagen, dass es sich bei dem Freitod um einen radikalen Selbstgewinn handelt, um einen Selbstgewinn durch Selbstverlust, weil der Mensch sich in diesem Augenblick selbst gehört und weil er sich herausnimmt, zu brechen mit der Unfreiheit des Unglücklichseins. Nämlich um dieses Unglücklichseins, dass das Ergebnis dieses Verlassenseins ist, geht es. Ja, und genau solche Töne, die Amory da anschlägt und ich meine eigentlich gut kennzeichnet, dass das seine Perspektive ist und er diese Perspektive darlegt, um eben die auch zur Diskussion zu stellen, bekannt zu machen, dass es die gibt, dass aus Perspektive eines Suizidanten womöglich, zumindest in seinem Falle, um einen Akt der Freiheit geht. Genau solche Töne haben dann auch dafür gesorgt, Sie haben es schon angesprochen, ihm wurde vorgeworfen, dort eine Apologie des Todes, des Freitods geschrieben zu haben. Können Sie uns verraten, wie reagierte damals 1976 die deutschsprachige Öffentlichkeit auf dieses Hand an sich legen von Amory? Das Buch war ein großer Erfolg. Es wurde ein Bestseller und hat 14 Auflagen erreicht. Es wurde einerseits als sublim rezipiert und andererseits als höchst anstößig. Da gab es massiven Widerstand aus christlicher Seite, Widerstand aus medizinischer Seite. Man wirft ihm Hybris vor. Sublim, das galt für diejenigen, die das Buch empathisch aufgenommen haben,
dazugehörten sein ständiger Begleiter Helmut Heißenbüttel, Horst Krüger, Günter Kunert, Hanjo Kesting. Das waren Reaktionen, die ihm gefolgt sind, auch wenn sie nicht mit allem einverstanden sind und die die Schrift als literarische Schrift auch anerkannt haben. Besonders allergisch und geradezu in einem Aufschrei reagiert Gabriele Wohmann auf sein Buch. Sie hält das Buch für gefährlich. Das kann niemand beweisen. Man könnte sagen, vielleicht war es gefährlich. Sein Lektor nannte es den Wärter der 70er Jahre. Und Gabriele Wohmann sah in diesem Buch eine Aufforderung zum Freitod, als wenn es jetzt eine ganze Welle von Selbstmordfällen geben würde. Ich möchte vor allem drei Namen herausgreifen, die das Buch mit großer Empathie gelesen haben. Und alle drei nehmen sich das Leben. Das ist Christian Schulz-Gerstein, ein damaliger Kulturredakteur des Spiegels, der Ameri besucht und von einer lebenswichtigen Begegnung mit Ameri spricht, der sich 9 Jahre später auch das Leben nimmt. Er schreibt seine Begegnung mit Ameri in seiner Schrift Der Doppelkopf. Hermann Burger, der sich in seinen Arbeiten immer wieder auf Ameri bezieht und auch sein Leben durch Freitod endet. Und der Essayist und großartige Journalist und erste Jean-Ameri-Preisträger Lothar Bayer, der einen wunderbaren Essay allerdings 20 Jahre später über Jean-Ameris Hand an sich legen schreibt und seine Affinität zu Jean-Ameri bekundet. Kein Aufruf also für den Freitod, zum Freitod, doch aber ein Aufruf, sich mit der Perspektive des Suizidanten, des Befürworters des Freitods zu beschäftigen. So ja, und vor allem den Selbstmord oder den Suizidanten zu rehabilitieren. Mhm. Zu rehabilitieren, indem er darauf besteht, dass es ein unveräußerliches Menschenrecht ist, die Logik des Lebens außer Kraft zu setzen. Darum geht es ihm.